I be that young rapping dude, might just trap with you. Coming with the thunder, baby, might just clap it through. I roll out. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zu Rain Fever. Wir sind hier in Lauchhammer, wo wir das letzte Mal diese Zugstrecke fertig gemacht haben und ja, unser Krokodil fahrbereit gemacht haben, also der Linie zugewiesen haben. Genau, da fährt es gerade weg Richtung wie heißt es gleich, irgendwas mit Jenschwalde, okay. Ja, daran muss ich mich erst gewöhnen, an die Namen. So, wie schon gesagt, so, falls sich irgendjemand daran erinnert, was ich in der letzten Folge gesagt habe, ich zum Teil nicht mehr. Ja, auch gut. Also, ich hatte gesagt, wir wollen hier erstmal das Bussystem in diesen Städten wieder machen. Oder überhaupt erstmal fahrbereit machen. So, als erstes hatten wir die Buslinie 6. Die wird in Zukunft hier enden und als erstes brauchen wir hier hinten mal nochmal eine Brücke. Wenn ich denn die Straße finde. So. Das wird so nicht klappen. Ein Abzweig. So. Weg. Weg. Das ist doch kacke. Nein! Och man, oh. Das wollte ich jetzt eigentlich vermeiden. Ups. So. Wieso klappt das denn nicht? Was mache ich bitte hier falsch? So. Komm schon. Ja. Nein. Ja. Hier. So. Jetzt. Ja. So. So, wir werden erstmal Haltestellen setzen, würde ich vorschlagen. So, ich würde sagen, dann können wir hier die erste mal setzen. Hier unten so die zweite. Obwohl, das ist ja auch dumm. Wir bauen uns jetzt den Weg zu. Wir machen es erstmal. So. Dann war das. Ich würde sagen, dann fährt er erstmal hier rüber. Ja genau, wir lassen ihn erstmal hier hinten enden. So. Obwohl, wenn wir mal Landnutzung einschalten. Wir haben hier hinten was Gelbes, wir haben hier was Grünes, wir haben was Blaues, wir haben was Rotes, haben wir alles abgedeckt. Sehr schön. Bus 6. So, erstmal wird er umbenannt in Bus. Ich will nicht wissen, wie die Stadt heißt. Ist die Stadt jetzt noch kacke? Karlau. Mit C. Karlau mit C. So, Karlau 01. So, dann werden wir hier erstmal weg damit. Brauchen wir nicht mehr. So, das brauchen wir noch. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach, so ziehe ich eigentlich mit. Kann doch jeder alleine machen. So. Dann hätten wir die erste Linie erstmal. Wobei ich sagen muss, die Haltestelle ist eigentlich blöd platziert. So, nehmen wir die. Wir waren hier stehen geblieben. So. Damit hätten wir den fertig. Dann brauchen wir natürlich noch eine zweite Linie, ich würde sagen. Beginnen wir jetzt hier oder da?
Das ist eine gute Frage, würde ich sagen. Ja, wir beginnen hier. Scrollen etwas hoch. So. Ich würde eigentlich gerne hier rüber dann. Wir fahren mal hier runter. Dann nehmen wir die Haltestelle mit. Wir nehmen die Haltestelle mit. Fahren dann hier hoch. Können wir gerne auch so weiterführen. Dann meinetwegen auch hier oben noch. So. Wir nehmen die Pulshaltestelle. Ich finde die eigentlich ganz schick. So. Hier ein bisschen moderner mal anfangen. Ui. So. Dann hätten wir Bus Carlo 08. Wir haben ja noch eine freie Linie, also können wir die gleich benutzen. Karlau mit C02. So, da haben wir sie. Wir fangen hier oben an, gehen hier runter, nehmen zwei Haltestellen mit, gehen wir hoch. Hier brauchen wir dann... Ach kacke, ich habe eine... Jetzt habe ich was vergessen. Wie, auf die hier müssen übrigens weniger Busse dann, ne? Also, weil das wird eher eine eine unwichtigere Linie als die Bus Carlau 01. Die muss übrigens dringend ersetzt werden. Wir nehmen mal 25 fährt er. Ah, wir nehmen den, ja. Den finde ich eigentlich ganz schick. So. So, kann die erstmal ersetzt werden. Dann brauchen wir ein Busdepot. Ist hier irgendwo ein Busdepot? Nope. Dann können wir eins bauen. Dann... Hier reichen 4 Busse vollkommen aus. Ach, hier können wir übrigens ein paar Busse wegnehmen. In 2-Minuten-Takt oder sowas reicht vollkommen aus. So, 100 Sekunden, na doch, 100 Sekunden reichen aus. So. Dann hätten wir den, diese Stadt schon mal fertig. Fehlt noch Lauchhammer. Hier müssen wir ein bisschen mehr machen. Sieht man ja auch. So, also, die gehen wir, mit der gehen wir hier über die Brücke erstmal. Wie gehen wir denn jetzt? Ich würde sagen, wir gehen hier in den Norden. In den hohen Norden. Und dann können wir auch gleich meinetwegen mal eine Straßenbahnstrecke machen. Ich würde sagen, wir nehmen hier gleich mal diese Mittelachse, dann... Warte. Jep, wir nehmen die Mittelachse. Also eine hier vorne. Eine hier. Dann haben wir hier schon eine. Dann haben wir hier eine. Und noch da eine. So, wir haben hier Bus 5, ne? Jep. Das heißt, das wird Bus Lauchhammer sein. Lauch. Mehr 01. So, weg mit dir, weg damit, braucht keiner mehr. So, das fängt hier oben an. Das und wieder zurück. So. Wie viel hat er jetzt eigentlich? Läuft jetzt eigentlich gut oder nicht?
Ach du Kacke. Hier haben wir 7, hier haben wir 11, hier haben wir 13. Hier haben wir 23 und hier haben wir 1. Die brauchen auch ein bisschen Zeit, um anzulaufen. Das ist alles. Wo war ich stehen geblieben? Ach so, ich wollte hier eine Straßenbahnstrecke eigentlich mal machen. Wo fangen wir da an? Wir brauchen auf jeden Fall eine, die unten lang fährt. Das heißt, hier kann man bloß eine Buslinie rüberfahren lassen. Das heißt, von hier unten her kommt noch mal eine Buslinie, die hier so komisch fährt und dann, was weiß ich, hier hoch oder so. Das heißt, die Straßenbahnlinie wird die Stadt, den Stadtring machen. Das heißt, sie geht hier hinten erstmal durchs Industrieviertel durch. Da habe ich nichts dagegen. Brauchen wir erstmal eine passende Straßenbahnstrecke. Hier unten haben wir ganz viele Wendeschleifen, weiß ich. Ja, so, erstmal habe ich was Neues. Yay! Was haben wir denn? Was haben wir denn bekommen? Das ist jetzt die Frage. Eine 01. Das ist schick. So, erstmal Gleise. Ich wollte hier durch. Das muss ich mal kurz. Yay, neue Gleise. Was? Was ist denn das für eine Scheiße? wieso wird es nicht breiter? Ach, ist mir jetzt auch egal. So, dann. Warte mal. Nee. So einfach geht es nicht. So, dann hier runter. Ach, das ist jetzt schwierig. Eigentlich wollte ich hier lang. Ach, das wird eine lange Straßenbahnlinie. Da können auch halbwegs viele Straßenbahnfahrzeuge rauf. So. Und endet dann hier oben. So, und dann... Ja, wieso hab ich jetzt... So, und dann schön abzweigt. Das ist doch kacke. Alles kacke hier. So, weg. Haltestellen. Haltestellen. So, da haben wir so. So, dann mal noch eine hier. Dann da. Dann hier eine. Dann vielleicht hier vorne mal auf der Ecke noch eine. Hier hinten. Hier. Ja, auf dieser Ecke, dann haben wir hier schon eine. Die reicht aus. Dann hier hinten. So. Damit hätten wir die Straßenbahnstrecke. Das wäre Tramlauchhammer. Mist, verschieben. Jetzt muss ich mich erstmal selbst zurechtfinden. Doch, stimmt soweit. Runter. Und weiter runter. Und wieder zurück. Wo geht's jetzt? Ach so. Ja. So, fertig. So, wir brauchen eine Straßenbahn. Die fährt 60 und kann 12 aufnehmen. 40. 50. Wir nehmen die 21 mit.
12 Uhr. Ja, wir nehmen die trotzdem. Nehmen wir eine von denen. So, dann hier mal eine. So, das dürfte reichen. Ich hoffe, das waren jetzt nicht zu viele. Gucken wir gleich mal auf den Takt. 45 Sekunden. Ach, das wird sich noch eintakten. Bin ich mal fest von überzeugt. Wendeschleife, Wendeschleife. Ich brauche eine Wendeschleife. So, hier meine so. So, dann brauche ich die neuen Haltestellen. Hier oben sind sie. So, die soll... Der soll jetzt nämlich eigentlich... Ach, ich wollte ihn eigentlich hinten durchfahren lassen, aber... Ach, doch, 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 warte mal, warte mal, warte mal. Halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp. Also, erstmal hält er hier wieder. Dann hält er hier vorne, fährt hier lang. Fährt diese Straße hoch. Der soll am Ende diese Straße lang kommen. Das heißt, am besten lassen wir den nochmal einen Schlenker hier rüberfahren. Welche Straße nochmal? Diese hier. Diese. Das heißt, fährt hier oben nochmal, fährt dann diese Straße runter. Genau, den fahren wir hier nochmal zurück. Und, hier ist dann die Wendeschleife. Jetzt muss ich erstmal kurz die Linie eintragen, sonst sehe ich überhaupt nicht mehr durch. Ich hatte gesagt, Straße hochfahren. Dann wieder runter. Nee, die 13 nicht. Diese hier aber. Wobei, ich hätte die hier eigentlich gar nicht machen müssen. Ich nehme die wieder. Oder? Ich jetzt raus oder nicht? Ach nee, ich lasse drin. Wäre sonst langweilig. So, Linie wieder zurückgehen. Fährt hier rum, fährt darum. Warum die hier so kurz hält? Hm? So, das wäre Bus Lauchhammer 02. So, dann setzen wir da noch schnell Busse rauf. Ich muss überhaupt mal kurz auf Straßen, Dings hier gehen. Wir haben hier jetzt... Ups. Darf hier noch Busse? Bus Lauchhammer braucht neue Busse. Weißt du was, ich schicke jetzt einfach alle ins Depot. So. Komplett neue Busse hier für den Buslauch, aber... Erstmal. Die kommen erstmal auf die 1. Bus, 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 Bus. Da, Mann. Und die kommen auf die 2. So, damit haben wir jetzt einen Takt von 63 Sekunden. Nee. Die kommt wieder weg. Wir nehmen mal 2 Trams noch weg. Ist die Strecke wirklich so klein? Na, wir lassen es erstmal dabei. So, dann widmen wir uns jetzt mal wichtigeren Dingen. Und zwar dieser Zugstrecke hier. Die wollen wir nämlich hier irgendwo runterfüllen lassen. Wie wär's mit
Wir führen sie erstmal nach Panketal runter. Landnutzung. Ja, das ist auch kacke. Jetzt müssen wir sie über den ganzen See führen lassen, oder was? Einmal über den See rüber. Nee. Gefällt mir nicht. Was anderes sehe ich hier auch nicht. Ich könnte sie unter den See durchfahren lassen. Das ist nicht so spektakulär. Fiebernsee. Ich bin eher für eine Brücke dann doch. Wir nehmen mal den neueren Bahnhof. Erstmal weit genug weg von dieser Straße dort. Straßen, die nah an dem Bahnhof sind, sind immer was Schlechtes. Das kann nie was Gutes sein. So. Also, dann ja, deswegen, ganz genau deswegen. Und wieso? So. Das sieht gut aus. Wir nehmen diese hier natürlich. Immer schön die Deutsche nehmen, ja. Deutsche Schienen sind cool. Ach du meine Güte. Nee, das wollte ich überhaupt nicht erreichen. Wieso geht es da wieder hoch? Was war denn das jetzt für Mist? Geht es da auch hoch? Will ich jetzt einfach mal nicht helfen. Nope. So, das können wir benutzen. Gut, mit der Brücke, da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Einfach mal so rüber. So, das sollte funktionieren. Ja. Welche Brücke nehmen wir? Hey, die sieht eigentlich ganz nice aus. Die ist auch ganz cool. Nee, ich bin wirklich für die hier. So. Shit, falsches. Obwohl, ist das falsche? Nein, wir haben zum Glück noch keinen Geist eingeschlossen. So. Also. Neue Straßenbahn. Habe ich das angeschlossen jetzt schon? Ja gut, ey. So, wir gehen hier direkt vorbei am Eisenerzbergwerk und gleich jetzt rauf zu. Obwohl, wir müssen jetzt mal gucken, wie kommen wir hier überhaupt raus. Wir müssen jetzt eigentlich genau da dran vorbei und dann hier direkt in den Berg rein. Am besten so hier. Wo ist jetzt das Gleisel? Das Gleisel ist hier hinten links. Okay. Das heißt, wir gehen hier jetzt in den Tunnel rein. Nee,
schön nach links abbiegen. So, ich muss gucken, wie wir das hinkriegen. Ich will da ja eigentlich noch nicht aus dem Tunnel raus. Welche Linie fahren die? Bus 01, okay, und also muss ich mich gleich mal um Bus 01 kümmern. Das mache ich jetzt einfach mal noch jetzt weiter runter. Das Prinzip. So. So. Ja, die Fahrzeuge muss ich jetzt bald ersetzen, das ist mir klar. Ja, erstmal müssen wir ja mal den Dampf fertig kriegen. Ich krieg's noch nicht hin. Shit. So, weg damit. Brauchen wir nicht mehr. So. Anschließen. Perfekt. Habe ich jetzt den richtigen Gleis genommen? Passt das? Woo! So, zwei Slice hinterher. Erinnert mich mal dran, das Slice dann wieder. Ach, da kann mich niemand dran erinnern. Ich mach's jetzt einfach. Dazu brauchen wir eine Überlandstraße. Andere Richtung vielleicht? Nope. Oh, doch. Funktioniert. So. Okay. Mann. Wo muss ich noch mal hin? Dahin. Gut. So. Damit wäre das fertig. So, haben wir die zweite Zugstrecke auf. Ey, unsere tolle Zug 6 Dings läuft an. So sieht es mit aus. Hier kommt der Zug. So, 46. Fahren die alle in den Kontakt? Ja, eigentlich schon, oder? Naja, also man kann es sehen, wenn man möchte, ja. Mich würde es jetzt mal interessieren, macht die Linie überhaupt Plus? Nope. Hm, schade. Wir machen trotzdem eine neue. So. Zwei. Wir wollten hier unten hin, ne? Ich werde die Linie natürlich dann noch hier verlängern. Das machen wir dann demnächst mal so. Weil jetzt machen wir erstmal schon die Linie fertig. Machen hier noch eine X-Weiche, damit die Linie die Chance hat, zweigleisig zu fahren. So. Ist mir total egal, auf welches Gleis sie geht. Ey, ich hatte doch noch andere Signale. Das ist doch eine Kacke. So. Dann hier zwei Ausfahrtssignale. Einmal Bahnübergang beschrankt, einmal ich sag mal Brückenauffahrtssignal. Hier das gleiche. Unter der Brücke durch muss kein Signal. Ich weiß immer noch, dass ich diese Fahrzeuge ersetzen muss. Ist ja gut. Dann kommt eins zur Tunneleinfahrt hin. Hier auch. Eins für den Bahnübergang. Und das war's erstmal. Obwohl, wir machen hier auch noch die Ausfahrtssignale.
Und damit hat sich das dann auch. So. Dann können wir hier hinten mal ein Depot ranmachen. Mach ich jetzt einfach. Das geht einfacher. Genau, auf welchem Gleis? Die kommen jetzt beide auf dem gleich, auf dem gleichen Gleis an. Das ist ja kacke. Ebenfalls Ausfahrtssignale. So, jetzt ist das Ganze besser geregelt. So. Dann fehlen hier Züge. Was machen wir jetzt? Ich werde jetzt 101er hier fahren haben. So. Wir nehmen jetzt 101. Haben wir denn noch keine weiteren guten Personenwagen? Die Donnerwüchse will ich da jetzt nicht ranhängen, das sieht scheiße aus. So. Wie habe ich die Linie jetzt benannt? Ach, ich habe die Linie 1 benannt. Okay, das war ja ein einfallsreicher Name. So, damit haben wir jetzt Züge. Gucken wir uns das ganze Geschehen jetzt mal kurz an. Und ja, ansonsten, ich verabschiede mich jetzt schon mal. Noch ein paar Bahnimpressionen, um das jetzt einfach mal so zu sagen. Also ein paar Bilder von der Bahn. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis dann. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.